Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu NHL 22 Hockey Ultimate Team. Wir spielen wieder Liga 4. Ich freue mich schon drauf. Müssen wir mal gucken. Jetzt Ränge 2400. Jumbo Premium Spieler Pack und zweimal Prime Pack. Gut, ist jetzt nicht so groß anders die Belohnung, als wir hier hatten. Sie sinken auf jeden Fall wieder. Joa, ich habe noch ein bisschen geupdatet. 90-90 haben die zwei jetzt da hinten. Ja, mal gucken, wie das in Zukunft weitergeht. Müssen wir einfach mal schauen. Bin da sehr gespannt, was wir machen können, machen müssen, um die zwei vielleicht noch auf 92 zu heben. Das wäre schon nice. Das wäre schon nice. 5 Spiele auf 92 von diesem Event. Weihnachts-Event steht eigentlich auch vor der Tür. Müsste diesen Freitag losgehen. BB360. Mhm. Auch 97 Angriff. Bin gespannt. Edmonton Oilers Trikots. Das sind die alten. Sieht so aus. Mal gucken. Wir spielen in Pittsburgh. Oh ja, das sind die alten. Da ist nicht mehr ein Reebok-Logo hinten drauf. Das heißt, die sind sehr alt, die Trikots. Let's go! Jamie Drysdale, Wayne Gretzky vorne mit dabei, sehe ich da schon. Drysdale, das war nicht so gut gemacht. Crosby. Ah, McDavid fängt das schön ab. Toll, dass du den Pass spielen kannst. Bringt dir da nur nicht wenig, wenn du die Scheibe nicht behalten kannst. Giroux, oh, kriegt einen Check von hinten mit. Ovechkin gegen Crosby. Darling, da lohnt sich der Shutdown, den er hat. Weißt du, steht 4 Meter weg, drückt einfach nur, einfach mal blind einfach schlagen. Und es kostet ihn halt einfach gefühlt kein Dessen 2 Minuten, wollte ich gerade sagen. Gefühlt keine Kraft. So, Seagrass. Powerplay 1 aufs Eis. Das ist Darling und Ovechkin hinten. Matthews. Darling. Seagrass. Passt. Austin Matthews. Matthews, schade. Javi. Matthews? Nein! Oh! Darling Coffee. Seagrass. Komm nicht zum Schuss, abgefälscht. Das sind die Momente, wo ich mir immer denke, so, dass irgendwie, es kann nicht ganz sein, dass jeder Pokecheck einfach perfekt sitzt. Und wieder dieser einfache Pass von Matthews zu Seagrass, der einfach so schlecht ist. Und man muss die Scheibe nur rausspielen und er schiebt den quer nach vorne ins Icing. Aber gut, kennen wir ja schon. Ist ja leider nichts Neues. Bulli-Gewinn haben wir schon mal. Julio Javi. Ovechkin. Seagrass, Ovechkin. Muss ich aufpassen, Quinton Byfield. Der Center gewesen übrigens. Julio Javi. Seagrass, Ovechkin, Darling. Schön. 2, 3 Mal gut verteidigt, Puljujavi. Wir müssen schauen, dass er von unseren Spielern wegbleibt. Dass er da praktisch nicht in Pokecheck-Reichweite kommt, nenne ich es jetzt mal. Puljujavi, Ovechkin schiebt hinterher. Matthews. Stockschlag nicht gegeben. Verstehe ich nicht.
Seagrass. Ah, gut gemeint. Seagrass im Nachsetzen. Ja, genau. Da laufen zwei Spieler von mir und beide laufen über die Scheibe hinweg. Und Byron. Cross B. McDavid, Bone Byron wieder dazwischen. Makar und Rantanen. Kein Abseits, wundert mich. Zwei Minuten, jawohl. Jamie Drysdale, Spencer Knight. Gut gemacht von Fleury. Schön verteidigt. Au! Au, ja, das tut weh. Den Schuss zu blocken tut weh. 3:4 Torschüsse. Es ist eigentlich von den Torschüssen her ist er ein bisschen besser. Spielkontrolle hat er aber nicht. Er kontert. Das war's dann aber eigentlich auch. Claude Giroux. Connor McDavid. Schade. Die Ablagen müssen kommen. Jim Dorsey. Schön gespielt, Connor mit David mal mit dem Konterversuch. Gleich wieder zwei Leute hinten dran. McDavid gegen McDavid. Oh! Egal was wir machen, er kriegt die Scheibe jedes Mal zurück, stellt sich mit seinem Spieler eigentlich nur hin, sodass er die Scheibe theoretisch kriegen könnte und kriegt sie halt auch. Während wir hier blocken, arbeiten, machen. Und gefühlt die Scheibe am Ende trotzdem nicht haben. Wieder so eine Aktion, wo du die Scheibe eigentlich schon hast. Drei Seitel, gut gemacht. Drysdale, Makar. Hinten raus. Seagrass, jetzt da vielleicht mal kontern. Trevor Seagrass. Kane Gretzky. Ja, hat schon viel Tempo auch mit drin, muss man jetzt schon sagen. Panarin. Versteift sich da schon ein bisschen auf das Tempo. Unsere können die Scheiben nicht aufnehmen, ohne dass sie die Scheibe gleich wieder verlieren. Kane. Kriegt die Scheibe wieder zurück. Turcotte dazwischen gewesen. Und wieder. Das sind nicht mal gute Pokechecks, die am... Das ist Torhüter. Der schiebt mich in meinen Torhüter rein. Und das ist keine Torhüterbehinderung. Wie... Was pfeifen denn die? Digga! Digga! Das ist Torhüterbehinderung! Er schiebt mich in meinen Torhüter rein! Er schiebt mich in meinen Torhüter rein! Und das ist keine Torhüterbehinderung! Das ist doch ein Witz! Boah, das ist eine Frechheit. Das ist eine Frechheit. Fleury kann nicht reagieren. Ich hätte ja nichts gesagt, wenn ich der Spieler gewesen wäre, der meinen Spieler da reinsteuert. Aber ich habe ja dagegen gelenkt. Weißt du?
Es ist sein Spieler, der meinen in den Torhüter reinschießt. Bei uns sofort wieder Torhüterbehinderung. Tor nicht gegeben, weil wir den Gegner da ja reinschieben. Es ist so lächerlich. Es ist so lächerlich einfach. Jeder Pokecheck von ihm sitzt perfekt. Trifft jedes Mal die Scheibe. Scheibe geht bei ihm. Keine Chance, an die Scheibe zu kommen. Null. Schau dir das an. Das ist ein Scherz. Das ist ein Scherz. Wir schieben den Spieler weg. Wir versuchen ihn zu checken. Es kommt nichts rum. Nichts. Pokechecks, Stockheben, macht nichts. Er kurvt zweimal, Tor. Schiebt meinen Spieler in meinen Torhüter rein, keine Torhüterbehinderung, Tor. Das ist eine Frechheit, es ist eine Frechheit, es ist eine Frechheit. Dass er technisch was drauf hat an den Deeks, um Himmels Willen, das sage ich nicht. Das kann's nicht sein! Das kann's nicht sein! Wir checken ihn in den Pfosten rein. Wer kriegt die Scheibe? Er! Da stehen zwei Leute von uns und keiner... Du willst mir erzählen, dass keiner hinkommen kann von den beiden? Keiner? Während seiner im Pfosten hängt? Bei aller Ehre! Irgendwo hört der Spaß auch auf. Unsere Spieler blockieren den eigenen Pass. Die Scheibe hätte hinten schon längst raus sein können. Schon längst. Seagrass, nee, ist okay. Der holt sich die Scheibe hinter dem Knöchel meiner Spieler. Aber es ist okay. Es ist okay, weil bei ihm ist das okay, bei uns 2 Minuten. Ich verstehe das nicht. Jetzt war die ganze Zeit in Division 5 keine Schiedsrichterprobleme, nichts und jetzt geht die Scheiße von vorn los. Kaum sind wir in Division 4 wieder oben. Genau dasselbe Rotz. Hab ich kein Verständnis für, hab ich kein Verständnis für. Meine schießen an die Latte. Was? Warum pfeift er ab? Warum pfeift er denn ab? Der lässt den... Oh, das ist so geschoben, das Spiel. Das ist so geschoben. Er schmeißt die Scheibe ins eigene Tor und es wird abgepfiffen. Zufällig McDavid den perfekten Schuss, den an die Latte setzt. Ja, klar. Ovechkin schneller als Stalin. Auch okay. Aber irgendwo muss man dann die Kirche auch mal im Dorf lassen. Ich dachte mir, vielleicht auch mal vorne reinwerfen und hoffen, dass was passiert. Pokecheck von uns zu ihm. Seine Pokechecks gehen perfekt zu seinen Spielern. Das ist der Unterschied. Das ist der Unterschied. Bei uns prallt die Scheibe vom Schläger ab, geht zurück zu seiner Mannschaft. Während unsere Pokechecks irgendwo im Nichts versinken. Hier, Panarin wieder. Perfekter Pokecheck. Muss doch nicht mal was machen. Ich halte die Schläge auf die andere Seite weg. Es ist wurscht. Da haben wir mehr Platz. Digga, du sollst einen einfachen Bandenpass spielen. Pff, er dreht sich vom Spiel weg und wir spielen ihm den wir spielen mit dem Pass. Das ist ein Witz, das ist ein Witz. Schaut nicht mal zum Spiel hin, der Spieler. Weiß eigentlich gar nicht, wo die Scheibe liegen kann dementsprechend. Oder wo die Scheibe gerade ist. Bewegt sich einfach, zack, perfekt von der Bewegung.
Geht an die Bande. Das ist unlogisch. Das ist hochgradig unlogisch. Ich verstehe das, wenn es einmal passiert oder zweimal, aber halt keine drei, vier, fünfmal. Wieder. Wir können die Scheibe einfach mitnehmen. Pff, nö, geht nicht. Geht nicht. Und du, Javi. Oh, Matthews! Steht doch da richtig, Mensch! Hier, Check von uns. Macht ihm gar nichts aus. Macht auch seinen Spielern nichts aus. Digga, der Schläger ist zwischen unseren Beinen. Wie auffällig soll es denn noch werden jetzt? Das ist so hochgradig verpfiffen, das Spiel. Das ist nicht mehr normal. Da ist er geskriptet, ist er schön dagegen. Aber das ist weit weg von jeglicher Fairness. Mir ist schon klar, dass das... Hier, wir checken den Spieler. Sirius macht gar nichts, der läuft einfach weiter. Als hätten wir ihn nie gecheckt. Schöner Block von Sirius. Kriegt die Scheibe. Ich kann ihn nicht mal annehmen. Makar, Sigurs, Schläger durch unsere Beine durch. Kam von Hintermann. Ja, spiel den an, der schlechter positioniert ist, anstatt dass du dem die Scheibe spielst, der neben dir steht und die Scheibe normal annehmen könnte, wie jeder andere normale Spieler auch. Crosby. Und wieder, selbes Ding. Perfekter Pokecheck, reicht perfekt. Reicht perfekt, um an die Scheibe zu kommen. Bei einem Spieler, der eigentlich nur nebenher läuft. Crosby trifft nicht gegen Spencer Knight. Komplett leeres Tor, perfekter Deke-Move. Trifft nicht. Lächerlich! Lächerlich! Panarin rückwärts, genauso schnell wie Hughes vorwärts. Ja, im Leben nicht. Ja, im Leben nicht. Hier gibt es keine Strafe dafür, dass er während im Pokecheck durch uns durchläuft. Erinnern wir uns an letzte Woche. Wir haben eine Strafe dafür gekriegt. Dass wir zuerst die Scheibe getroffen haben und dann den Gegner. Warum? Warum kriegt er keine Strafe dafür? Wir aber schon. Fängt man halt irgendwann ein bisschen zum Zweifeln an. Perfekt rausgefangen. Der steht nicht mal da, wo die Scheibe hinkommt. Ist egal. Kommt hin. Passt. Reicht. Sigurs. Das ist ein Witz. Ja. Nee, wie viel kriege ich minus? Minus 7. Ich spiele gegen den klar stärkeren Gegner. Spielen passmäßig, zeit- und offensivmäßig komplett an die Wand, mehr Bullies gewonnen und er gewinnt durch zwei komplett geschenkte Tore. Ja, finde ich nicht fair. Sorry, das ist echt... Hier. Der trifft ja die Scheibe nicht mal. Der trifft sie ja nicht mal. Puh, Junge, das ist ein Witz. Hier. Der trifft die Scheibe beim Pokecheck nicht einmal. Nicht mal unseren Schläger trifft er.
Nö. Jetzt trifft er. Ist okay. Wir nehmen ihn wieder. Wir nehmen ihn auf, ohne irgendwas. Da haut er uns auf den Schläger drauf. Das ist okay. Jetzt pass auf, jetzt möchte ich mir den Pass gerne noch anschauen. Genau. Hätte gern gesehen, wen er da steuert. Er steuert... Da, die KI hilft ihm! Das ist nicht er, er steuert Byram. Eichel blockt die Scheibe. Spencer Knight hält, aber wie gesagt, also das ist ein Scherz. Das ist ein Scherz. Ich schaue jetzt einfach mal rein an die Pokechecks, die er gemacht hat, weil ich bin mir hundertprozentig sicher, dass er mehrmals einfach die Scheibe perfekt rausfängt, ohne eigentlich eine Chance zu haben, dass er sie überhaupt rausfangen kann. Rantanen, der kann die Scheibe aus diesem Winkel nicht sehen. Ich spiele die Scheibe. Okay, ja, es ist vom Ding her, ja, okay, die Scheibe ist rausfangbar, okay, lasse ich mir eingehen. Aber trotzdem, seht ihr das, er fasst daneben und macht es dann mit dem Schuh. Perfekt. Ohne überhaupt erstmal schauen zu müssen, wo die Scheibe ist. Er wusste sofort, oh, ich treffe sie nicht, aber ich weiß, dass sie im zweiten Schuh ist. Verstehe ich nicht. So, und jetzt haben wir die Szene. Das ist dieselbe Szene wie im letzten Spiel, beim letzten Mal Makar. Zack, trifft und jetzt zieht er uns beide Beine weg. Keine Strafe. Okay, warum kriegen wir dann 2 Minuten mit Makar, wenn wir dasselbe machen? Verstehe ich nicht. Das sind diese zweierlei Maß, die ich immer nenne. Da ist es vollkommen okay, dass der Pokecheck kommt und der Schläger durch beide Beine durchglitscht. Das sind keine 2 Minuten. Bei uns, wir treffen die Scheibe, treffen danach den Schlittschuh, 2 Minuten. Zu denen rausfängt, okay. Da muss ich aber auch wieder sagen, kein Problem, dass er die Scheibe hält, während wir mit unserem Fuß. Ja, nee, einfach nein. Das ist. Manche Sachen verstehe ich nicht. Manche Sachen verstehe ich einfach nicht. Manche Sachen verstehe ich einfach nicht. Ich brauche irgendwie ein besseres Thumbnail. Dann macht er so einen Kaktor mit Dougie Hamilton. Wo ich mir denke, ja, nee. Mein Flurry war okay heute. Geht besser, ja. Aber war okay heute. 2 Gegentore kann man annehmen. Aber mich nervt die Art und Weise, wie man verliert. Wir hatten weniger Torschüsse, wir hatten mehr Checks, wir hatten mehr Zeit in der Offensive, wir hatten eine bessere Passquote, wir hatten bessere Bullies. Wir hatten 2 Powerplays, die wir nicht genutzt haben, okay. Aber die Art und Weise, wie du dann verlierst, vor allem dieses 1-0, geht nicht. Das geht nicht. Also das ist das, was mich nervt. Wenn wir uns das 1-0 nochmal anschauen, können wir ja machen. Von Gretzky. Pass auf, er holt sich hier die Scheibe, ist alles schön und gut. Macht den Move. Macht den Pass durch Seagrass. Seagrass blockt die Scheibe zurück. So, und jetzt ist Seagrass. Er ist der Spieler, der Makar in unseren Torhüter nimmt. Makar kann nicht weg. Flurry kann nicht ausweichen. Und Seagrass schiebt weiter. So, hier muss abgepfiffen werden. Seagrass blockt unseren Torhüter hier. Indem er weiter in ihn hineinläuft.
Bevor die Scheibe drin ist, seht ihr, Flurry dehnt sie nach hinten, kann nicht mehr reagieren. Ja. Wie gesagt, mit dem 2-0 darüber lässt sich reden, aber dieses Tor darf niemals im Leben zählen. Niemals. Niemals im Leben darf das ein Tor sein. In keiner Liga der Welt. In keiner. Und da betone ich so, wie ich es meine. In keiner Liga der Welt ist das ein Tor. Er schiebt Makar in Flurry rein, sprich, er nimmt unserem Torhüter durch seinen Schubser an Makar die Chance, dass Flurry reagieren kann. Das ist Torhüterbehinderung. Schade. Wenn wir sowas machen, kriegen wir bestimmt 2 Minuten dafür. Ist so meine Erfahrung, die wir gemacht haben. Aber gut, ich bedanke mich fürs Zuschauen, sagt Ciao und V. Hoffe mal, dass der Rest der Woche besser läuft. Bis dann, Tschüssikowski.